Hey Leute, ich bin's Conny und heute bringe ich einem Noob Pet Simulator X bei. Mit dabei ist heute kleiner Lordi, lasst gerne ein Abo da und los geht's. Okay, Lordi, du kannst jetzt irgendein Pet auswählen. Das ist eigentlich vollkommen egal, welches Pet du willst. Katze, Hase, Hund, den kannst du dann auch benennen. Eigentlich muss ich Katze nehmen, also es geht nicht anders. Ist in Ordnung, das ist so das Maskottchen von Pet Simulator X, ist diese Katze. Ja, das ist perfekt, dann nehme ich die auf jeden Fall. Zack. Okay, also in Pet Simulator X geht es eigentlich gar nicht mehr so sehr um dein Haustier, wie es in früheren Pet Simulator Spielen ging. Es ging eigentlich darum, deine Haustiere für dich schuften zu lassen. Was du jetzt machen kannst, ist mit deiner Katze ausgerüstet, einfach Linksklick auf zum Beispiel diesen Coin-Pile hier zu machen. Und dann befehlst du der Katze, den abzubauen. Alter, kann man nur ein Pet haben? Du kannst mehrere Pets haben. Du siehst ja unten eins von vier. Gut. Aktuell kannst du vier insgesamt ausgerüstet haben. Das kannst du aber erhöhen auf, ich glaube, maximal 22. Ich habe aktuell 21 Pets, die ich maximal equippen kann. Alter, wie gut. Ich bin ja jetzt schon überzeugt vom Spiel. Ich hatte gar keine Ahnung von dem Game. Ich habe immer wieder gehört, dass Leute irgendwelche Pets haben wollen oder es hier tolle Sachen gibt und so. Und dachte, okay, es ist halt irgendein Roblox-Pets-Spiel. Und direkt, also ich sehe ja direkt, was spaßig an dem Game ist. Ich bin sofort überzeugt. Du bist aber noch an dem Punkt, an dem es ziemlich lange dauert, das durchzuspielen, weil du siehst, es geht gar nicht mal so schnell voran. Und da vorne ist ja eine große Wand und da steht auch drauf, wie viel Coins du brauchst, um die nächste Region freizuschalten. Und dieses Spiel hat viele Regionen. Aber dabei werde ich dir helfen. Eine Sache interessiert mich. Was ist, wenn du jetzt zum Beispiel ja einen von diesen Mystery Blocks hier abbaust? Ich hoffe, dass sie dir jetzt nicht alle Mystery Blocks klaut. Wie lange dauert das? Lange, 530 noch. Okay, 520. Weil ich glaube, das kann sich richtig lohnen, wenn du die abbaust, weil aus den Mystery Blocks, da kann alles Mögliche drin sein. Unter anderem, wenn du so einen Mystery Block abbaust, kann es sein, dass du ein Egg öffnest und über Eggs bekommst du neue Pets. Meistens sind es Eggs aus der Region, in der du dich gerade befindest, das heißt, da könnte eine neue Katze drin sein oder ein Bunny oder meinetwegen eine Fledermaus. Es könnte aber auch sein, dass dann du ein Lucky Egg erwischt, wo dann ziemlich krasse Pets drin sind. Die aktuell besten Pets, die es gibt. Das ist gerade nur während dieses Events möglich. Und wie lange dauert das ungefähr noch? Jetzt sind wir bei 300. Okay, dann müssen wir ein bisschen warten. Ja. Also da vorne sind Eggs, das hast du sicher schon verstanden. Du kannst Coins ausgeben, um sie zu öffnen und dann kriegst du neue Pets. Ja. Wie teuer ist das günstigste Pet, was nicht die Katze ist? 240 für ein Egg und da kannst du eine Katze, einen Hund, einen Hasen, einen weißen Hasen oder einen gefleckten Hund rausziehen. Ich glaube, der gefleckte Hund ist dann episch und der hat ein bisschen mehr Stärke. Das bedeutet, er baut schneller ab und du bekommst mehr Bonus, wenn du Sachen abgebaut hast. 250 Diamanten oder Münzen? Münzen. Diamanten sind die Zusatzwährung, so die sozusagen die Pay-for-Win-Währung. Aber mit Diamanten allein kommt man tatsächlich nicht so viel weiter. Die sind eher dafür da, um mit anderen Spielern zu handeln oder zum Beispiel um die Goldmaschine hier zu nutzen. Wenn du dein Pet in diese Goldmaschine reinsteckst, dann hast du eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass du das Pet wieder rausbekommst in Gold. Aber wenn du nur ein Pet reinsteckst, liegt die Wahrscheinlichkeit bei 13%. Und wenn du die 13% nicht hittest, dann ist dein Pet tot. Das möchte ich nicht. Du kannst aber auch 8 Pets, oder wie viel waren es? Ich glaube 6 Pets reinlegen, dann hast du eine 100%ige Chance, ein goldenes Pet zu bekommen. Das bedeutet, alle anderen 4 Pets sind dann auch weg. Ich weiß nicht, was die Maschine mit denen macht, aber da oben kommt so Rauch raus, vielleicht werden die verbrannt, ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich, die werden einfach zermanscht und das andere profitiert einfach irgendwie davon. Also, ja, das ist einfach eine interessante Genetik auf jeden Fall. Die Pets sind sowieso ziemlich stark. Ich meine, du hast ja eine Katze, die einfach irgendwelche massiven Goldmünzen vom Boden, keine Ahnung, auf isst. Ich meine, die werden ja weniger. Meinst du, es isst die auf oder es baut es für mich ab? Also erkennt es das ab, aber rein mein Meister, also ich bin sein Meister und er weiß ganz genau, er muss für mich schuffen? Oder meinst du, das ist so ein Nebenprodukt, dass ich Münzen davon bekomme, weil er das gerade frisst? Ich glaube schon, er baut es für dich ab, aber was soll ein Pet eigentlich an so einen Haufen Münzen abbauen? Es gibt ja nicht nur diese Haufen Münzen, es gibt auch diese Kisten und es gibt später auch so Safes und fette Truhen, die werden aufgebrochen von den Pets. Also aber muss dann die auch füttern? Nee. Das heißt, er lebt hiervon. Also das hier ist, was ihn am Leben hält auch wahrscheinlich. Scheinbar. Also, wobei, ich habe auch Pets, die ich noch nie irgendwo hingeschickt habe. Vielleicht haben die ja noch keine Ahnung. Ich glaube, hier diese Rich Cat, die habe ich noch nie irgendwas abbauen lassen. Was? Wie gut sieht die denn aus? Ja, das ist eine Rainbow Rich Cat. Rainbow Rich Cat. Ich will auch all so Sachen haben. Ich brauche ein neues Ei. Rich Cat hat von Haus aus so einen Hut auf. Der gehört wahrscheinlich zum Körper. Wenn man den Hut absetzt, dann kommt da wahrscheinlich Hirnmasse raus. Würde ich mal vermuten. Ja, muss ja so sein. Das ist ja wie ein Tier halt einfach Schädeldecke wegnehmen. Ach, und noch eine Frage. Als du den Mystery Block abgebaut hast, da hast du kein Pet bekommen, richtig? Nee. Okay. Hätte ich schon was gesagt. Ich glaube, ich spare lieber 1000 Münzen, damit ich mir so ein Schwein haben. Du könntest 1000 Münzen sparen oder ich könnte dir vielleicht ein bisschen ein besseres Pet geben. Oder das, ja. Weil es gibt ein paar
etwas stärkere Pets in diesem Spiel. Darf ich das behalten oder musst du das wieder bekommen? Nee, du darfst du gerne behalten. Das aktuell stärkste Pet in der Theorie wäre... Warte, wo habe ich ihn? Der Lucky. Den kannst du nämlich... Das ist das Mythical, also das beste... Oh mein Gott. Wie gut das normale aussieht. Pet, das man aus dem Lucky-Blocken rausziehen kann. Den kann man natürlich noch Gold machen. Also, und man kann die goldenen Luckys dann natürlich auch noch Rainbow machen. Und man kann sie danach noch Dark Matter machen. Aber ich habe, glaub ich, gar keine Rainbow- und Dark Matter-Luckys. Biete ich gerade meine Katze an? Nee, du müsstest einmal auf deine Katze drücken, um sie anzubieten. Jetzt bietest du sie an. Aber du kannst sie gerne behalten. Ich gebe dir noch einen weiteren, obwohl, wir machen es anders. Weil sonst habe ich keinen Platz gleich fürs Schwein. Okay, so. Was? Du bekommst dann noch ein Rainbow Turkey von mir. Bitte mein Gott. Jetzt kannst du das Trading-Angebot annehmen. Und wenn du unten in der Mitte auf dieses Symbol mit den Pets gehst, dann öffnet sich dein Inventar. Da siehst du alle Pets. Und da kannst du ausrüsten, welche Pets du ausgerüstet haben willst. Oder du kannst unten links einfach auf Equip gehen. Dann werden die besten Pets equipped. Oh mein Gott, ich komme gerade gar nicht klar. Was habe ich denn jetzt für geile Viecher? Das ist ja ultra nice. Ja, was ist bei dir alles los? Okay. Warum sieht der denn so nice aus? Ist das einer, der hier, dieser Lava? Das ist ein Rainbow Huge Hellrock. Die Huge Pets sind sozusagen die krassesten Pets, die es gibt. Oh, GG, du hast ein paar Rank-Ups. Ja, ich hab's gemerkt. Ich hab ziemlich viel Geld gerade bekommen. Du hast rechts so eine Leiste, da siehst du dein Level. Das ist halt dein Rank. Für jeden Rank-Up bekommst du ein paar Gems. Ich weiß gar nicht, was man noch alles bekommt. Die Ranks, die spielen für mich gar keine Rolle mehr, weil ich sowieso immer so am höchsten, aktuell am zweithöchsten Rank bin, weil mit dem neuen Update kam jetzt ein neuer Rank dazu. Und in 4 Stunden kannst du dann auch deinen ersten Rank-Reward hier einsammeln. Ja. Bei mir sind das 500.000 Diamanten. Ich muss jetzt erstmal hier auf meinen Schwein pokern. Also, ich weiß, wie viel Geld ich jetzt habe. Das ist ja total. Also, Schwein, du kannst es gerne versuchen. Schwein wäre aus diesem Eck hier. Ich hab fast 2 Millionen jetzt. So, und Schwein. Ich glaube, du hast ein Schwein, ja. Ja! GG! Gut. Kann ich mir ein Schwein noch benennen? Ja, klar. Du kannst auf dein Inventar, dann hast du unten Rename Pet, so ein Stiftsymbol. Ja. Und dann klickst du auf das Pet und kannst es umbenennen. Ein Schwein. Jo, ich benenne es nach... Ich benenne mein Schwein einfach nach einer Freundin, mit der ich auch ein Video gemacht habe. Dann freut sie sich vielleicht. Okay. Mein Schweinchen. Weil eigentlich müsste ich dieses Huhn haben. Oh, dein Schweinname wurde von Roblox zensiert. Echt? Ja. Alter, aber eigentlich muss ich dieses Huhn haben. Okay, dann versuch's mit dem Huhn. Du hast eine 15%ige Chance. Und ich glaube, du hast unendlich Coins. Ja, für dieses Ei zumindest. Ja. Noch ein Schwein. Noch ein Schwein. Nee, ich brauche. Aber muss ich das Schwein umbenennen? Ich weiß aber noch nicht, wie ich es nennen soll. Noch ein Schwein. Warte, wie war das, wenn ich jetzt ganz viele Schweine da reinmache, dann kriege ich anderes Schwein? Dann würdest du ein goldenes Schwein bekommen, ja? Alter, ich will ein goldenes Schwein. Das ist schon so viele. Also, Schweine, wenn du ein goldenes Schwein willst, kannst du eigentlich auch an dieses Ei hier gehen, weil das ist ein goldenes Ei, da kommen direkt goldene Pets raus. Alter, ich habe das Chicken. Also, mein Katzerich will ich dabei haben. Das Chicken nicht. Das hier will ich dabei haben. Ich glaube, meine Zuschauer würden ausrasten, dass du diese Pets, den OP-Pets, die ich dir gegeben habe, bevorzugst. Tja. Geht's so, ey? Ja, das geht. Okay, und dann das Schwein. Ja, dann an die Conny-Zuschauer. Es tut mir leid, ich bin ein einfacher Mann mit einfachen Bedürfnissen. So, und das Schwein nenne ich... Ich nenne es, Philgo. So, zack, perfekt. Jetzt habe ich eine kleine... Junge, wie süß die sind. Aber die einfachen Bedürfnisse, die werden gleich ein bisschen steigen, weil wir versuchen jetzt das Spiel durchzuspielen. Durchspielen? Ja, gut. Mit den Pets wird es ein bisschen schwierig, weil... Wobei, du solltest schon genug Coins haben, um die Wand da hinten freizukaufen. Ja, das auf jeden Fall. Kann man auch schneller sein? Ja, das machen wir gleich in der nächsten Region. Es gibt auch Hoverboards, aber das kriegst du wahrscheinlich nicht. Es ist sehr schwer, wenn man Free-to-Play spielt, ein Hoverboard zu bekommen. Kann ich mehrere Tiere auf eins ansetzen? Ja, kannst du. Du kannst auch einstellen, dass du mit einem Klick alle Tiere schickst. Achso, nö, ich lasse es so. Ich finde es eigentlich cool so. Okay. Guck mal, ist ja ein bisschen wie Pikmin im Prinzip, also ganz entfernt. Ja, okay. Wenn die Pets dann auch noch Coins dann irgendwie zu deiner Basis tragen würden. Dann wäre Next Level. Okay. Wo du die Pets schmeißen würdest auf die Coins. Bling, bling, bling. Willkommen in der zweiten Region. Und in dieser zweiten Region gibt es Coins, die ein bisschen härter abzubauen sind, aber halt mehr Geld geben. Und da gibt es diese Upgrade-Maschine. Und hier kannst du dir für Gems halt Upgrades kaufen. Und ich schlage vor, dass du dir erstmal Player Speed komplett maxst. Ja, Player Speed ist wirklich. Mhm. Also, so, wo haben wir das? Player Speed. Genau, als erstes Player Speed komplett voll machen. Dann würde ich More Diamonds voll machen und dann Orbs Reach. Diamonds. So, ich habe jetzt schon nicht mehr genug. Dann schlage ich vor, dass du als viertes Pet vielleicht eins meiner Pets ausrüstest. Na gut, machen wir so. Welches? Das ganz oben ist immer das stärkste. Achso, das dürfte der hier sein, oder? Ja. Wie der aussieht, der trägt so einen kleinen Zauberhut. Mhm, das war vom Thanksgiving-Event, beziehungsweise Herbst-Event. Alter, okay. Okay, ja, gut, ich glaub, jetzt ich kann weiter du upgraden. Genug haben. Ja, warte. Ein paar Mal hin und her rennen, ne? So, hier. Wie viele Ranks gibt es eigentlich inzwischen? Aber du siehst übrigens auch, wie, je besser das Pet, desto schneller ist es. Mhm. Die Katze und das Schwein brauchen ein wenig, um bei dir hinterherzukommen jetzt. So, das ist mir gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt.
Richtig auf Profit orientiert. Ich gucke nur auf die Sachen, die ich gleich habe. Gut so. Zaballer ist. Du machst das, was das Spiel von dir möchte. Du musst deine Anfangspads verstoßen. Alter, oh mein Gott, ich hab noch ein Schwein. Achso, ja stimmt, das ist ja das mit den Mystery Blocks, dass du da Pads rausbekommen kannst. Das finde ich auch cool. Okay, also jetzt sollte ich genug haben, denke ich mal. Nicht! Ah doch, okay, ja, dafür zumindest schon. Okay, Pad-Geschwindigkeit, Pad-Stärke oder mehr Platz? Was würdest du jetzt? Pad-Stärke würde ich erhöhen. Aber es geht eh darum, dass jetzt alles... Orbs Reach oder? Hast du schon, oder? Ja. Okay. Ja, der Rest ist eigentlich nicht so wichtig. Pad-Geschwindigkeit macht gar keinen Unterschied mehr, sobald du... Ja, vor allem, wenn du die Pads benutzt, die ich dir gegeben habe. Die haben gefühlt unendlich Geschwindigkeit. Alter, goldener Gecko. Yeah! Den ich dabei habe. Aber wer muss dann gehen? Gute Frage. Ersetze ich Phil jetzt schon? Oder habe ich nicht... Ach nee, Storage ist das. Was muss ich machen, um mehr Leute dabei haben zu dürfen? Dafür musst du deine Pad-Collection maximieren. Das heißt, du musst praktisch alle catchen. Die Pad-Collection ist sowas wie der Pokédex. Okay. Und je voller dein Pokédex ist, desto mehr Pets kannst du gleichzeitig dabei haben. Alter, goldener Gecko. Und deine Katze baut übrigens immer noch ab. Mein Chicken und, ja, mein Katzerich, das muss aber bleiben. Also, das geht nicht anders. So, okay. Warte, ich brauche noch ein bisschen Diamanten. Sorry, ich war gerade jetzt abgelenkt von total amazed von den Viechers. Also, richtig. Du musst auch nicht alles komplett maxen. Pet Storage zum Beispiel ist gar nicht so wichtig. Okay, und Pet Speed erst recht nicht. Das reicht schon. Passt. Okay, und ja, ich weiß nicht, wie viele Coins du hast, aber ich gehe mal davon aus, dass du jetzt schon genug hast, um durch die komplette Welt durchzukommen. Achso. So. Okay, was kann man hier? Hier kannst deine Pets fusen. Das ist noch ein bisschen brutaler. Da kannst du alle möglichen Pets reinstecken und am Ende kommt irgendein anderes Pet raus. Und da kannst du, ich glaube, bis zu 12 Pets reinstecken, die zusammen manchen und dann kommt ein neues Pet bei rum. Alter, gibt es da ein System? Also je nachdem, welches. Ja, das System ist schwer zu greifen. Du kriegst ungefähr ein Pet raus, welches der Stärke der Pets entspricht, die du reingesteckt hast, aber nicht alles summiert. Also da steckt irgendeine Formel hinter. Wenn du zum Beispiel die stärksten Pets, die es im Spiel gibt, reinsteckst, dann sagt die Maschine, sorry, die können wir nicht fusen. Pets sind zu mächtig. Nee, Pets ist zu mächtig. Aber meistens ist die Fuse-Maschine einfach nur zum Pets verbrennen da. Okay, gehen wir weiter, ne? Mhm. Oh, ein goldenes Gehorntes. Ein goldenes Gehorntes? Ei, ja. Oh mein Gott, noch ein Ei. Alter, ich krieg so richtig viele Sachen. Ja, mit den Lucky Blocks ist jetzt richtig viel los. Und die Sache ist, es ist nicht nur gerade das Lucky Block Event, sondern auch noch das Herbst Event. Du könntest für 80.000 Diamanten so ein Herbst Event Ei öffnen, wo halt theoretisch auch so ein Truthahn rauskommen kann. Truthahn. Die Chancen, dass bei dir ein Truthahn rauskommt, sind natürlich super gering, weil du ein Free-to-Play-Spieler bist. Ja. Ah ja, hier kannst du goldene Pets Rainbow machen. Hm. Selbes Prinzip wie normale Pets Gold machen. Wie viele Rainbows brauchen für einen. Wie viele goldene brauchen für einen Rainbow? Im Optimalfall braucht man, ich glaube, 5. Nee, 6. Für 100%ige Chance. Du kannst theoretisch ein Pet reinstecken und drauf gamblen. Das macht man doch eher nicht, oder? Man wird doch eher. Also, ich stecke immer nur 4 oder 5. Ich weiß nicht mehr, was die. Ich stecke immer ein Pad weniger rein, als man braucht, weil da hat man eine 88%ige Chance. Ach Mann, das ist voll traurig, wie meine Pads, die ich mir selber ergaunert habe, so voll lange brauchen, dann schicke ich den drauf und es ist sofort. Deswegen, du musst abhärten. Das Spiel wird dich noch brechen, du wirst deine Pads komplett verstoßen. GG zum Rank-Up. Alter. Das hier ist der Gletscher. Und der Gletscher ist so die erste Abzweigung, die kannst du noch nicht nehmen nach links. Hier brauchst du nämlich Fantasy Coins, um das hier freizukaufen. Und Fantasy Coins bekommst du in der Fantasy-Welt. Wie groß die Truhe da ist. Ja, an der Truhe kannst du auch sehr lange abbauen. Also mit deinem jetzigen Pad nicht. Dein jetziges Pad würde, glaube ich, easy abbauen. Aber wir haben früher an der Truhe mehrere Stunden gesessen, als die rauskam. Mann, das ist schon fast schade, dass ich jetzt hier nicht die ganze Zeit auch so diesen Normie-Grind habe. Weil ich sehe, wie viel Spaß es machen kann, hier einfach die Sachen zu grinden. Zu dem Normie-Grind kommst du noch. Okay. Alter, was ist das denn? Das ist die erste große Kiste und... Ah, das... Ja gut. An der hat man früher auch so eine halbe Stunde gesessen mit den besten Pads, die man in dieser Region kriegen konnte. Die haben nämlich ungefähr 10.000 Stärke. Ich glaube 12.000. Und hier geht es ab in die Fantasy-Welt. Richtig, Mario-Style. Erst in die Kanone, jetzt in die nächste Welt. Ja, jetzt sind wir in der Fantasy-Welt. Willkommen in der Fantasy-Welt. Und in der Fantasy-Welt gibt es dann eine neue Währung, und zwar die Fantasy-Coins. Die sind schwerer abzubauen, wovon du mit dem Turkey zumindest nicht viel spüren wirst. Mit deinen normalen Pets ist es eigentlich schon gar nicht mehr möglich, hier die Coins abzubauen. Pets kannst du übrigens enchanten. Ja, so, Stoli ist enchanted. Wo sehe ich denn die Verzauberung? Was? Wenn du über das Pad rüber hoverst, steht da immer unten... So, sowas wie Strength 3 oder Diamonds 3. Ja.
Gifts 1 und Gifts 3. Dann ist das Pad auf jeden Fall sehr gut darin, Gifts abzubauen. Dann kriegst du mehr Boni, wenn du Geschenke abbaust. Hier liegt zufälligerweise gerade kein Geschenk rum. Wobei, ich glaube, die Lucky Blöcke zählen als Gifts. Ja, aber... Bin mir da nicht so sicher. Stoli und Fleischy sind ja Freunde von mir und es sind beides auf jeden Fall Geschenke. Also passt das von Verzauberung. So. Achso, ja, neue Währung. Ja, stimmt. Ich muss jetzt ja erst eine neue Währung fahren. Okay, Alter, eine Cobra. Gibt's auch Roboter-Pets? Ja, klar. Das kommt dann in der Tech World. Alter, Tech World auch noch. Es gibt nicht nur die Tech World. Es gibt einige Sachen, die man in dem Spiel hier finden kann. Zum Beispiel diese Tür hier, die kannst du nicht öffnen. Aber was wohl hinter dieser Tür steckt? Warte, wer weiß. Tür? Ach da, oh mein Gott, wie cool. Ist da wirklich was hinter so dann? Also, man kann dahinter aktuell, also man muss dafür in die Hardcore-Welt. Hardcore ist dieses Prestige-System von Pet Simulator. Mhm. In dieser Tür an sich steht noch zu und wir wissen noch nicht wirklich, was da kommt. Es gibt aber eine andere Tür, wo es dann schon ein bisschen was gibt. Übrigens, hier gibt es verschiedene Portale für verschiedene Welten. Das heißt, ja, du kannst theoretisch die einfachen Welten links komplett skippen und direkt zu Heaven Island, wenn du genug Fantasy-Coins hast. Nee, fehlt noch einiges. Wollen wir einfach in eine Welt in der Mitte, weil man da merkt. Ich schlage vor, dass du mindestens zur Haunted Island gehst. Auf der Haunted Island gibt es die erste große Kiste, die sich lohnt. Die Candy Island und die Samurai Island, die beiden Inseln lohnen sich nicht wirklich. Du könntest zum Beispiel zur Ancient Island, da gibt es auch noch große Kiste. Große Kisten sind immer die, an die man am besten farmen kann. Weil die bringen den meisten Bonus und mit deinem Turkey kannst du diese super schnell abbauen. Ja. Los, Fleischy. Fleischy, bau dieses Geschenk ab. Miau. Und die anderen, wir brauchen was von diesen Fantasy Coins. Los. Rafter! Aber ich kann jetzt schon, glaube ich, Haunted. Dann geht's zu Haunted. Weil bei der Haunted Island gibt es hier links, ist bei mir noch nicht da, aber die spawnt bestimmt gleich, eine große Kiste. Wo ist die Kiste? Ich weiß, als die Haunted Island rauskam, Alter, da war die Kiste erst weg, dann war sie da, dann war sie wieder weg. Das Game wurde immer, das wurde so oft gepatcht an dem Tag. Ey, hier steht übrigens RIP Pet Sim 2, weil Pet Simulator 2 war ein Flop. Warum? Was war da anders? Preston hat sehr viel rumexperimentiert. Da war eigentlich alles anders. Ich fand manche Ansätze sogar ziemlich cool, aber die Leute haben das Spiel nicht richtig aufgenommen, weil es nicht so grindy war wie Pet Simulator 1. Aber gibt es Pet Simulator 1 noch? Ja, Pet Simulator 1 können wir theoretisch auch mal spielen, wenn du möchtest. Ja. Dann siehst du mal, wie Roblox 2018 aussah. Ah, jetzt ist bei mir die große Kiste da. Ja, ob bei mir ist die auch wieder da. Ach so, ich dachte, die kann man nur einmal kaputt machen. Nee, die kommt immer wieder. Deswegen, an der kann man sehr gut farmen. Früher ist sie sogar schneller gerespawnt. Aber du kannst Lootbags bekommen, wenn du Sachen abbaust. Und bei großen Kisten war immer das Problem da, wenn du ein Lootbag bekommen hast, und ist die große Kiste direkt wieder raufgefallen und du konntest sie nicht einsammeln. Okay, ich geh jetzt in die Fantasy. Heaven's Island. Heaven Island, okay. Alter, zwei große Truhen. Rauf, da meine Kinder. Und du musst jetzt, ich glaube, 7,5 Milliarden Fantasy-Coins zusammensammeln. Und das sollte relativ schnell gehen mit dem Turkey, glaube ich zumindest. 777 Millionen. Okay, die großen Kisten kommen gleich wieder, an dem farmst du halt am schnellsten. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es wirklich was bringt, wenn ich dir ein HC-Pad gebe. Das letzte Mal, als ich jemanden durch Pets im Lotte X durchgeholfen habe, habe ich ihnen so ein Hardcore-Pad gegeben. Damals waren die Hardcore-Pads aber noch sehr, 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 sehr overpowered in der normalen Welt. Und das wurde inzwischen angepasst. Alter, ich habe einen Geist freigeschaltet. Ich muss den Geist ausrüsten. Yeah. Oh, wie stark ist der Geist? 132.000. Na, immerhin. Warte mal, immerhin. Jetzt muss mir nur einfallen, nach wem ich den Geist bin. Ach, das ist immer so schwer. Eigentlich, ach, ich mache jetzt Vollnikose. Komm, Vollnikose direkt ausgetauscht werden für Tahu. Zack, jetzt muss ich hier weiter farmen. Das hat jetzt mehr Zeit gekostet, als es sollte. Und Tahu weint jetzt. Ja, ist dann so, kann man nichts machen. Neko freut sich bestimmt. Dass er ein Geist sein darf. Ja, er wäre bestimmt lieber eine Katze, aber das geht nicht. Fleischy ist jetzt schon meine Katze. Hast du schon genug für dieses Tor? Ich weiß gar nicht, wie viel das Tor hier kostet. Doch, oh mein Gott. Ich habe mich verguckt. Ich habe schon voll lange genug. Wie viel hast du? Ich habe 39 Milliarden. Oh, dann war's das eigentlich. Du musst nur 7,5 Milliarden bekommen. Aber wenn du die Kiste abbaust, bekommst du einen Erfolg und dadurch dann nochmal so ein Pad. Das ist jetzt einfach in deinem Inventar. Du solltest vielleicht nicht unter der Kiste stehen bleiben. Wenn die runterfällt, dann kann das wehtun. Ich muss einmal deins abrüsten und gucken, wie das aussieht. Ach du Scheiße, sieht das... Oh mein Gott, wie nice ist das bitte? Ja, willkommen im Himmel. Das ist jetzt einfach Holy Fleischy. Da muss... Der Name ist zu lang. Oh, Fleischy 2. So, Fleischy mit Herz. Muss alles Fleischy weg. Mein Turkey muss wieder hin. Perfekt. Perfekt. So. Alles, was du machen musst, ist hier, diese... Wand freikaufen. Und dann kommst du an in der Tech World und dann kannst du auch einmal groß die riesige Tech Chest abbauen. Ich glaube, dafür gibt es auch einen Erfolg. Ich bin mir nicht sicher. Tech World will ich auf jeden Fall. Da gibt es bestimmt richtig. Ja, ein paar Pets sind sehr cool, finde ich. Ich mag eigentlich jetzt dieses System, dass man Pets freischalten kann über die Lucky Blocks. Wenn es die Eggs nicht gäbe, fände ich das sogar ziemlich cool. Dann sind die Pets ein bisschen seltener und dann automatisch etwas Besonderer. Das mochte ich immer nie so an solchen Spielen. Mit Pets, dass man halt irgendwann massenweise Pets hat, die nichts Besonderes sind. Das ist ja auch bei Pokémon Go so. Als das rauskam, war ich enttäuscht, weil
Denn Pokémon ist nichts Besonderes in Pokémon Go. Mm, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das ist halt bei den normalen Pokémon-Spielen schön, dass da wirklich die Viecher, die man mitnimmt. Ja, die, die man am Anfang hat, die kann man bis zum Ende auf seiner Reise bei sich behalten. Ja, das ist übrigens, schön. Was vielleicht ein gutes System wäre, wenn man Pets von zu starke Pets hat, dass die dann wie bei Pokémon einfach nicht immer gehorchen. Das wäre vielleicht eine gute Alternative. Ja, das wäre auch lustig. Dass man die vielleicht so echt 5-mal hinschicken muss, bis er das dann auch wirklich könnte man macht. Immer noch dieses Traden rechtfertigen. Das heißt, du kannst die Pets immer noch rüber traden zu anderen Leuten. Aber halt die Pets nicht mehr benutzen, um das Spiel zu skippen. Ja, oder sind halt stur. Können so ein bisschen So ein bisschen. Wenn du die Tag World relativ bis zum Ende durchgespielt hast, dann kommen aus den Mystery Blocks, glaube ich, ziemlich coole Pets. Zumindest fand ich die ganz cool, diese Blurred Pets vom Design her. Hier rechts ist übrigens die Dark Matter Maschine. Damit machst du Rainbow Pets Dark Matter. Diesmal steckst du aber nicht mehrere rein, die zusammengematscht werden zu einer bestimmten Chance, sondern die Pets werden auf jeden Fall Dark Matter. Aber je weniger Pets du reinsteckst, desto länger dauert's. Ach so, okay. Also, das ist auch okay, das ist sozusagen ein Fermentationsprozess. Mhm. Nachdem die Pets schon dreimal zermatscht und wieder zusammengewürfelt wurden, werden sie jetzt nochmal in diese Silos gepackt, um zu vergammeln und zu reifen, meine ich natürlich. Zu reifen. Hast du diese ganzen Updates mitbekommen? Also hast du quasi, ja klar, ich habe Pet Simulator X von Anfang an gespielt, weil ich habe auch Pet Simulator 1 auf meinem Kanal schon gespielt und als Pet Simulator X angekündigt wurde, war ich sehr gehypt. Kein Nachvollziehen. Und am Anfang fand ich das Spiel super cool, weil es ist ja auch satisfying. Man baut so Sachen ab, dann kommen die Orbs raus. Es ist sehr schön umgesetzt an sich. Das hatte Pet Simulator 1 alles nicht. Das war halt noch sehr raw. Oh, ein Egg und... Alter, was ist denn das? Ich weiß es nicht, hast du bekommen? Es sieht aus wie Ducky Magician. Es ist ein Huhn. Von den Ducky Magicians hatte ich damals auch viel. So damals, als das Ei das beste Ei war, das es gab, waren die Ducky Magician halt Fuse-Material. Die hat man zusammengefused, um dann bessere legendäre Pets zu bekommen. Damals war das eine gute Methode, um halt gute Pets zu bekommen. Inzwischen, aber es gibt so, ja. Inzwischen wurde der Fuse-Algorithmus so oft angepasst, dass ich keine Ahnung mehr habe, was gut ist und was schlecht ist beim Fusen. Das musste man ausprobieren. Und es gibt sowas im Pokédex, meinst du? Ja, genau. Das ist direkt am Anfang. Du könntest dir ja in der Tech-Welt zumindest am Teleport ein bisschen nach unten scrollen, bis du bei der Tech-Welt bist und den Tech-Shop einfach mal frei überholen. Dann kannst du dich immer hier zum Anfang teleportieren. Oder du läufst einfach hier rüber. Triple Coin. Ah ja, man kann Boosts reinhauen, jetzt inzwischen auch für den gesamten Server. Dann siehst du unten links, du hast jetzt, was hat er reingehauen? Dreimal so viele Coins, dreimal so viel Schaden machst du und super lucky beim Ex-Öffnen hast du höhere Chancen, bessere Pets zu ziehen. Ich habe gerade ein goldenes Cyborg-Ente-Land. Ui, die Cyborg-Ente ist aus dem Tech-Eck, das weiß ich. Die ist aber auch basic. Cat Magician. Und hier ist sozusagen der Pokédex, die Pet Collection. Ja, Pet Collection ist ja was, das wird mich auf jeden Fall gucken. Ja, da kannst also du einmal gucken, was es alles gibt. Sowas finde ich ja grandios. Die sind nach Seltenheit sortiert. Oben sind halt die gewöhnlichsten Pets und ganz unten sind die allerseltensten Pets. Und du siehst ganz unten, die sind alle so groß, weil das sind alles Huge Pets. Und Huge Pets sind so die Super Special Pets, die man eigentlich nur als Pay-to-Win-Spieler bekommen kann. So, ja gut, schade. Aber hast du dich mal rangesetzt da? Bis irgendwo hin zur falschen? Ich nicht. Felix und Victor haben das getan. Aber ich habe trotzdem so viel Pet-Simulator gespielt. Ich habe 821 Pets. Von? Ich weiß es nicht. Hier steht, bei 1000 Pets kriege ich den nächsten Rang. So. Okay. Wollen wir weiter, oder? Ja, klar. Es liegt nur an dir. Okay. Wie viele Tech-Coins hast du eigentlich schon? Viele. Ich habe gleich 1 Milliarden. Ja, weil ich glaube, wenn du halt mit dem Turkey hier immer so ein bisschen was ab... Oh, dein Chicken ist ja immer noch beschäftigt. Alter, das ist ja super traurig. Stoli, du machst es trotzdem wunderbar. Wir glauben an dich, Stoli. Weißt du, ob es Pet Simulator X Speedruns gibt? Klar, ich habe einen Speedrun gemacht. Oh. Mein Speedrun war irgendwo bei 20 Minuten und das finde ich ziemlich krass, weil als Pet Simulator X rauskam, hat es schon so eine Stunde gedauert, um ans Ende der ersten Welt zu kommen. Aber es gibt halt mit mehr Updates immer mehr Methoden, um schneller voranzukommen. Hm. Bei jedem Update sind andere Zeiten möglich. Felix hat, glaube ich, neulich wieder einen Speedrun versucht, vom Noob zum Pro. Mit diesen Mystery Blocks ist theoretisch auch viel mehr möglich. Ich kann mir gut vorstellen, dass er so 10 Minuten gebraucht hat, weil er ist ziemlich gut darin, Pet Simulator zu speedrunnen. Oh mein Gott, ein Alien. Wie toll. Wo ist es? Glibo. Glibo the Alien. Ah, Glibo, achso. Mir Designs gefallen. Ich finde, das Spiel hat eh eine gute Mischung aus. Es hat schon diese Roblox-Optik, aber einfach in clean, also. Ja, das erste Pet-Simulator, da waren alle Pets halt einfach nur Würfel. Mhm. Und daran hat sich Pet-Simulator X natürlich noch gehalten. Die Würfel haben jetzt so ein bisschen mehr Rundungen und natürlich mehr Details, aber es sind im Grunde immer noch Würfel. Und da hat er sich auch gedacht, er muss jetzt noch ein Pad raushauen, er dreht jetzt einfach seine Katze um und ist dann Reverse-Pad. Ja, das haben wir uns auch gedacht, als die Upside-Down-Pads kamen. Alter, was ist das denn? Warte. Hast du jetzt einen Blurred-Axolotl? Ne, Blibo the Alien. In Gold. Das sieht ja so geil aus. Also die Designs sind schon gut.
Macht er die selber oder hat er mittlerweile jemanden? Dafür hat er jemanden, der das macht. Schon seit Pet Simulator 2. Ach ja, bau mal diese großen Kisten noch nicht ab. Oh. Um weiterzukommen in die nächste Welt, musst du die Herausforderung dieses Portals bestehen. Und ich weiß, dass mit dem vorvorletzten Update die Herausforderungen aufgeweicht wurden. Also frag mal, was du machen musst. Okay, to unlock the portal, you need to complete a quest. Start. Ja. Nur eine? Quest. Break 10 giant Hacker Chest. Turn okay. When you have finished. Okay. Okay, 10 Giant Hacker Chest ist super easy. Das sind die hier. Weil vorher musste man 3 Quests abschließen. Die zweite wäre es, 50 Lootbags zu sammeln. Und Lootbags sammeln ist mit dem Pet, das du hast, nicht möglich. Weil Lootbags bekommst du nur, wenn dein Pet sich ordentlich abgerackert hat an irgendwas und das dann abgebaut hat. Dann droppen Lootbags. Das heißt, du bräuchtest schlechtere Pets, mit denen du stärkere Sachen abbaust. Und wenn du die 50 Lootbags hinter dir hast, müsstest du dann auch noch, ich glaube, 3 Pets Dark Matter machen. Und ich habe ja gesagt, Fermentationsprozess, das dauert. Aber das habe ich gehört, muss man jetzt nicht mehr machen mit Dark Matter. Vielleicht auch nicht mehr das mit den Lootbags. Wenn da stand nur eine Quest, dann easy. Da stand jetzt nur eine Quest. Gibt es das Spiel nur auf Englisch? Englisch oder auch auf Deutsch, theoretisch? Es wird teilweise auto-übersetzt von Roblox. Das Spiel, man kann in Roblox Spiele zwar übersetzen in allen möglichen Sprachen, aber wenn man es ordentlich machen will, muss man es halt selbst machen. Das wurde bei Pet Simulator X noch nicht gemacht. So, das wurde rückgängig gemacht und ich finde es schön, dass es rückgängig gemacht wurde. Die Auto-Übersetzung wurde an vielen Stellen rausgenommen, weil die Auto-Übersetzung den Kontext nicht versteht. Kompletter Schwachsinn. So, congrats, perfekt. Okay, damit hast du die Tech-Welt abgeschlossen und kannst jetzt rüber in den Void. The Void. Also, ich hätte gedacht, es sieht ja dunkler aus. Spawn World, Fantasy World, Tech World. Alter, oh mein Gott, was? Willkommen im Void. Und der Void ist so die Welt, die die anderen Welten miteinander verbindet. Bei der Maschine da unten links kannst du diese Server-Boosts machen. Mhm. Da rechts ist der Hardcore-Mode, in den kannst du erst dann rein, wenn du 25% deiner Mastery abgeschlossen hast. Wenn du unten auf dein Pet-Inventar gehst, hast du unten ja noch weitere Icons und dieser pinke Stern ist die Mastery. Ja. Und wenn du halt 25% davon abgeschlossen hast, kannst du praktisch Prestige gehen in die Hardcore-Welt. Was können wir jetzt machen? Wie kann es weitergehen jetzt? Jetzt gibt es wieder 3 verschiedene... Oh, probier das mal aus. Ich bin mir gar nicht sicher. Versuch mal in Welt 3 zu gehen, aber ich glaube, da wird Preston daran gedacht haben, dass man hier nicht hin kann. Die Welten wurden alle mit einem großen Zeitabstand voneinander hinzugefügt, sodass ich immer die Welten, die es davor gab, komplett durch hatte. Ja, geht nicht. Okay, dann musst du erst zu Welt 1, habe ich mir schon gedacht. Es ergibt auch mehr Sinn, wenn man das so macht, dass du erstmal in Welt 1 rein musst, bevor du in Welt 3 reingehst. Und Welt 1 war der Axolotl Ocean. Die Welt 3 ist halt die neue Welt, die dazu kam, die ich sehr viel schöner finde. Der Axolotl Ocean ist jetzt nicht so meine Favorite-Welt. Aber Axolotls. Axolotl, ja, Axolotl waren gerade im Hype. Ja, kam ja auch bei Minecraft dazu. Ich glaube, das hat nochmal Aufmerksamkeit auf Axolotls gelenkt. Ja, absolut. Auf einmal wollte jeder einen Axolotl haben. Ich wollte schon ganz lange einen Axolotl haben, weil Hydropia ja auch ein Axolotl ist. Daher hatte ich so Axolotls auf dem Schirm. Ja, jetzt willst du es nicht mehr, jetzt ist es uncool. Nee, das muss so. Du siehst hier im Axolotl Ocean, die Welt ist sehr viel kleiner. Es gibt nämlich nur 2 Eier. Okay. Na, und das wär's dann auch. Man ist jetzt hier unter Wasser, du kannst zum Glück unter Wasser atmen. Stimmt, ja, wie schlecht, meine Pets auch, das ist gut. Stell dir vor, nicht. Stell dir vor, du hättest deine Cat vom Anfang ausgerüstet. Oh mein Gott, wenn ich hier mit meiner Cat vom Anfang reingehen würde und die würde hier ersaufen, ich könnte mir jetzt nicht verzeihen. Story ersauft gerade. Wer, wirklich jetzt? Nein. Alter, ich dachte schon. Das ist ja so lustig, Junge, das mit Pets, so Angst, die so schwach sind, hier einfach ertrinken würden. Ja. Und dann halt weg sind, so. Man hat so voll die Bindung zu einem von dem und so, nimmt das halt so wie ich immer mit, weil man das einfach mag, das schön ist, und dann geht das einfach drauf. Das könnte ich, dann wäre Ende. Aber so wie ich, wenn ich mir meine Pets so angucke, muss ich sagen, der gerade am ehesten weg könnte, wäre, glaube ich, Vollnekrose. Gespenst. Der sieht nämlich hier im Rumlaufen doch nicht so episch aus wie die anderen. Ja, Vollnekrose ist auch nur ein Würfel, ein weißer mit Augen. Ja, aber mein, was war das? Da habe ich hier, da, Golden Chill Axolotl. Aber wie nenne ich den? Möchtest du einen Namen entscheiden? Mauritius. Oh, ich weiß nicht, wie ich das schreiben soll. Aber ich kann ihn einfach Hydrofaugal nennen, aber ach nee, das ist zu lang. Während du dir den Namen ausdenkst, werde ich ein paar Mystery Blocks öffnen. Ich will keinen Super Lucky Boost. Also, wir haben jetzt Stoli, Fleischy Herz, Stefan und Hydro der G. Nice. Oh, ich brauche mehr Coins. Echt? Oh. Ach, eine Sache noch zu den Welten hier im Void. Jetzt hast du die nächste Währung, und zwar diese Rainbow Coins. Mhm. Und die Rainbow Coins, die sind in den anderen 2 Welten, die es jetzt noch gibt, auch die Währung. Das bedeutet, hier lohnt es sich schon noch, hier die Rainbow Coins an der Kiste am Ende zu farmen. Ja, mach ich ja sowieso.
bisschen zumindest. Ich habe aktuell 32 Trillion Rainbow Coins und ich habe Zweifel, ob das reicht für die nächste Welt, wenn die dann rauskommt mit dem nächsten oder übernächsten Update. Also wir sind jetzt schon in dem Bereich angekommen, wo dein Pet langsam schmächtig wird. Das, was du mir gegeben hast? Ja. Alter. Es ist immer noch... Stimmt. Oder das zweitbeste Pet, das man kriegen kann, halt in Rainbow. Wenn du es Dark Matter machst... Oh, stimmt, ich habe die Dinger in Dark Matter. Ich könnte dir ein Dark Matter geben. Ach nö, ich... Ja, wobei... Es dauert, er ist dann dreimal so stark. Okay, und ich gebe dir... Wo ist er? Ich gebe dir Coda. Okay. Und so sehen Dark Matter Pets aus. Die sind ja im Prinzip so pink-lila-mäßig, ne? Ja. Gibt's noch was über Dark Matter? Nee, Dark Matter ist die maximale Stufe. In der Hardcore-Welt sind Dark Matter Pets übrigens blau. Es leuchtet. Okay. Also das einzige Pet, welches jetzt kein Huge-Pet ist, kein Exclusive-Pet, kein Super-Special-Pet ist, das stärker wäre als das, was du jetzt bekommen hast, wäre der Lucky in Dark Matter. Und das Ding kam vor 2 Tagen erst raus. Aber es gibt noch einen Trick und deswegen habe ich dir darüber noch nichts gesagt. Oben in der Mitte des Bildschirms steht bei dir wahrscheinlich schon Ready. Da gibt es Free Gifts und die kannst du redeemen. Nach einer gewissen Zeit kriegst du halt weitere Gifts. Und da kriegst du dann immer ein paar Coins aus der Welt, in der du gerade bist. Da droppen dann Lootbags und Geschenke. Was, soll ich das jetzt schon machen? Oder ja, ich schlag vor, dass du das machst, weil besser als Rainbow Coins kannst du ja sowieso nicht mehr werden. Ach so, na dann machen wir das jetzt. Alter, und balla, 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 balla. Alter, ist das laut. Junge, ist laut, ja, Pets im Lotto ist sehr laut. So, pick up 20 Lootbags. Yeah, nice. Endlich mal Lootbags. Wobei, in der Welt... Kann ich mir vorstellen, dass dein Truthahn auch Lootbags farben kann? Bin mir gar nicht so sicher, aber ich denke schon. Meinst du Coda? Ja. Glaubst du, ich muss mich mit dem Gedanken anfreunden, meine Early Pets auszutauschen? Also, wenn du schnell farmen möchtest, ja. Am ehesten kann ich auf Hydro oder G verzichten. Ich kann dir noch weitere Dark Matter Turkeys geben. Na, ich habe ja noch den Lucky von dir, Charlie. Oder, ja. Okay, wir nehmen einfach mal den raus und Lucky dazu. Das ist auch so eine Sache, die ich immer unterschätze. Du kannst ja nur 4 Pets equippen und ich 21. Das ist so ein immenser Bonus an Stärke, den man hat, für jedes weitere Pet, das man equippen kann. Ja, du kannst ja weit über doppelt so viel wie ich an Gesamtstärke haben. Ja. An DPS. Ja, ich habe halt mehr DPS als du. Ach ja, du kannst ja beim Teleporter schon mal den Void kaufen. Musst nicht immer dieses Hin- und Zurücklaufen. Also ich finde... Für jede Region, der Anfangsbereich ist immer ganz praktisch, wenn man den hat. Ja, ist schon ersichtlich, was das nächste große Update werden wird? Das nächste, also die nächste Welt wird wahrscheinlich hier in der Welt 4, weil man sieht, im Void hier außen sind noch ein paar schwebende Inseln. Und da, wo jetzt die Catworld ist, da war, bevor die Catworld da war, ja auch so eine schwebende Insel. Es ist davon auszugehen, dass hier noch eine weitere Welt kommt, eine Welt 4. Danach kann ich es mir aber rein rechnerisch schlecht vorstellen, weil wir sonst einen Punkt erreichen, wo man zu viele Rainbow Coins haben müsste. Oder neue Währung. Eine neue Währung und wahrscheinlich ein neues Universum. Ja, Pixelworld. Und da angekündigt wurde, dass jetzt wirklich wöchentlich Updates kommen, gehe ich davon aus, dass das alles schon durchgeplant und vorbereitet ist. Und in der Pixelwelt, eigentlich müsste man es Voxelwelt nennen. Ja, stimmt, besteht fast alles aus Voxeln. Die Coins, da war Preston wahrscheinlich zu faul, die haben halt nur eine Retexture bekommen, dass die Texturen halt jetzt aus gepixelter aussehen. Aber die Formen sind halt immer noch keine Pixel. Aber die Pixelwelt war sehr lange die letzte Welt in Pet Simulator X, weil halt ein halbes Jahr lang keine Updates kamen, also keine richtigen Updates. Also das ist natürlich ärgerlich. Und viele Spiele verlieren ja auch Momentum. Zum Beispiel ein Spiel, was absolut Momentum verloren hat, ist ja Multiversus, das immer noch keinen Ranked-Mode hat. Mhm. In solchen Spielen ist ja gerade, wenn es um Grind geht, es halt nichts mehr zu ergrinden gibt, wenn man schon gefühlt so weit ist, wie es sich anfühlt und sein kann. Ja, das ist bei diesem Roblox-Simulator-Prinzip super wichtig, dass man eigentlich immer neue Welten hinzufügt, damit der Progress immer weitergehen kann. Ich nenne die immer wieder Mystery Blocks. Ich weiß gar nicht warum. Ich bin geschädigt von anderen Pet Simulator Updates. Da kam dann irgendwann der Mystery Merchant. Der erscheint 2-mal am Tag und hat halt gute Deals, wo du Pets kaufen kannst, die ziemlich selten sind. Für Diamanten. Ich sehe absolut, warum man das Spiel spielt. Du hast noch nicht mal den Trading Plaza gesehen. Da verbringen die meisten Leute, die halt den ganzen Tag Pet Simulator spielen. Und kann man da Pets gegen Pets tauschen? Ja, theoretisch kannst du ja überall traden, aber auf dem Trading Plaza, da treffen sich die Leute extra, um zu traden. Und da gibt es jetzt mit dem neuesten Update, das finde ich cool, so einen Trading-Stand. Den kannst du claimen und dann kannst du da einfach dein Angebot reinschreiben. Ein Pet anbieten für einen gewissen Preis an Diamanten und dann können die Leute einfach direkt kaufen, sodass du gar nicht erst groß verhandeln musst mit den Leuten. Wie viel hast du und wie viel brauchst du? Fehlen noch 300 Millionen. Oh. Das ist schon was mehr. Das ist schon was mehr, ja? Wie viel hast du? Also ich brauche 1 Milliarde und... Achso, okay, dann ist das ja noch machbar. Ja, das geht noch. Also jetzt, seit wir festgestellt haben, dass ich die Tür nicht kaufen kann, mein Geld schon verdoppelt. Sehr gut.
Pet-Set kann ich ja speichern, oder? Leider nicht. Das wäre schön, wenn man das machen könnte. Weil dann würde ich auf jeden Fall auch speichern, wie ich meine Pets in der normalen Welt und in der Hardcore-Welt haben möchte. Mhm. Mit dem neuesten Update haben die tatsächlich was schlechter gemacht. Vorher war es so, wenn du Equip Best unten links geklickt hast, dann wurden wirklich deine besten Pets equipped. Aber jetzt werden aus irgendeinem Grund wieder die Hardcore-Pets equipped, wenn du in der normalen Welt bist. Und die Hardcore-Pets sind ja nicht mehr gut, wenn man hier in der Welt ist. Nicht blöd. Das Geräusch, der Hoverboard ist geil. Es gibt da noch ein paar andere Hoverboards, die habe ich aber alle gar nicht. Also das einzige Free-Hoverboard, das ich habe, ist das hier. Das hier konnte man letztes Jahr zu Weihnachten bekommen. Dafür musste man aber auch schon eine Menge grinden. Du musstest halt das komplette Weihnachtsevent durchspielen. Und hast dann so einen Schlitten bekommen. Also das sieht auch cool aus. Ja, ich würde den auch am liebsten die ganze Zeit fahren. Das einzige Problem ist, weil es ein Free-Hoverboard ist, ist das langsamer als das normale, das man sich kaufen kann. Das finde ich wack. Also vielleicht, ich hätte es vielleicht besser gefunden, dass der Skin einfach nur ein Skin ist. Und ja, Speed kann man meinetwegen, ja, wenn man Geld ausgegeben hat, dann kann das Hoverboard gern etwas schneller sein. Aber das sollte meiner Meinung nach unabhängig vom Skin sein. Weil jetzt muss ich immer noch dieses ganz normale Hoverboard hier fahren, einfach nur weil es schneller ist. Können wir fehlen jetzt noch 200 Millionen. Als ich gesagt habe 300 Millionen, da waren es schon auch noch ein bisschen mehr als 300 Millionen, was gefehlt hat. Also. Achso, okay. Also bist du ein Lügner? Ein bisschen vielleicht, aber nein, Hilfe. Und willkommen am Ende der Pixelwelt. Das ist die große Pixel-Chest. Das wird, glaube ich, eine Weile dauern, die abzubauen. Du setzt deine Pets an den Safe. Aber du siehst, die Pets, die schlagen den Safe kurz und klein. Ich will mir das einmal angucken. Alter, aufgeballert. Die hauen zwar von der Seite und der ist jetzt oben eingedrückt. Ja. Achso, meinst du, man kommt hier irgendwo... Es gibt viele Möglichkeiten, um out of map zu kommen. Das ist alles schon sehr gut erforscht, weil wir spielen mit Felix öfter mal Verstecken. Okay. Und out of map Verstecken ist nicht verboten. Also man kennt ja irgendwann die ganzen Möglichkeiten. Genau. Aber tatsächlich, wenn du kein Hoverboard hast, sind manche Möglichkeiten, um out of map zu kommen, für dich nicht machbar. Weil das Hoverboard ist sehr nützlich, was Parcours angeht. Hier auch an der Wand hochklettern, da rutscht man eher ab, wenn man kein Hoverboard hat. Wäre man mit dem Hoverboard sehr gut an Wänden hochkommt. Ja, ich seh's. Oh. Dann bin ich oben drauf. Hier ist dann immer so eine unsichtbare Wand. Aber an manchen Stellen war Preston nachlässig. Und dann kann man auch durch die Wand durchkommen. Guck mal, wenn ich mir das alles so angucke, frage ich mich ja wirklich, warum du noch kein Spiel hast in Roblox. Naja, weil das ziemlich viel Arbeit ist, so ein Spiel zu machen. Wenn du die Kiste abgebaut hast, gucken wir uns noch einmal die neueste Welt an. Und ich denke, du wirst sehen, dass die neueste Welt dann so ein kleiner Unterschied ist, was den Detailgrad angeht. Weil hier bis jetzt waren es immer nur irgendwelche Wände in irgendeinem Design. Das ist es auch immer noch, aber ich finde, die Wände sind sehr viel schöner. Aber leider waren sie in der neuesten Welt auch ein bisschen fleißiger, was die unsichtbaren Wände angeht. Also kannst du nicht sehen, wie gedamaged die Truhe schon ist? Ich kann es sehen, wenn ich ein Pet ransetze. Ich setze mal ein ganz schwaches ran, damit ich sie dir nicht wegsnacke. Den Dominus Astra. Der Dominus Astra war eins der ersten Exclusive Pets, die man für Robux kaufen konnte. Ich glaube, der ist super wertvoll. Ah ja, ein bisschen hat die noch. Alter, der sieht auch super cool aus. Was? Wie cool der aussieht. Ja, dafür musste man damals, glaube ich, 1500 Robux ausgeben. Also 15 Euro. Ja, ja, manchmal. Muss und jetzt hat er halt 17.500 Stärke. Ist das gut? Nee. Das ist schlecht. Aber inzwischen sind Exclusive Pets besser gelöst. Die haben jetzt eine ähnliche Verzauberung wie Huge Pets. Die sind nicht genauso stark wie dein stärkstes Pet, aber halb so stark wie dein stärkstes Pet. Und ich habe zufälligerweise sehr viele Exclusive Pets. Alter, aber traden kann man sich die, oder? Die kann man sich ja traden, ja. Also ich habe die ja auch nur wegen Victor und wegen traden. Ach doch, stimmt. Es gab noch ein Exclusive Pet, das man gratis bekommen konnte. Und das waren die Party Cats, die du hier am häufigsten hinter mir siehst. Mhm. Ich glaube, zum Geburtstag von Pet Simulator X hat jeder ein Geschenk bekommen, in dem man die Chance auf entweder die Party Cat oder eine Huge Party Cat hatte. Die Huge Party Cat, das war natürlich praktisch unmöglich, aber die meisten Leute haben halt eine Party Cat bekommen. Und weil jeder die hatte, haben natürlich die meisten Leute sich gedacht, boah, ich verkaufe die jetzt für Gems. Wie cool. Das wäre irgendwie nice, wenn man die Geschichte von einem Pet nachvollziehen könnte und sehen könnte, war der überall, also wo, bei welchem Spieler war der schon? Mhm. Hey, Kiste abgebaut. Rich, 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 rich. Und jetzt kannst du nochmal zurück zum Void und dann gucken wir uns einmal noch die letzte Welt an, die es gibt. Oh, oh. Ist die Truhe neu gespawnt? Ja, das kann gut sein. Du kannst dich mit dem Teleporter da wieder rausbegeben. Okay, The Void. Deswegen, man sollte nicht zu lange unter der Kiste stehen bleiben. Willkommen im Void. So, letzte Welt. Im Void gab es auch Möglichkeiten, da hinten auf diese Inseln raufzukommen, aber ich kenne die leider nicht mehr. Ja, schon echt Bock auf Verstecken. Alter, aber die Tür ist natürlich absolut teuer. Aber ich kann sie fast, ja, mal kurz, ist hier eine Tür noch. Das meine ich, ich war begeistert, als das Update rauskam und die Wände hatten auf einmal Tiefe. Und hier war es dann halt einfach so gelöst, dass hier mittendrin die unsichtbare Wand begonnen hat. Aber das finde ich so schön. Ich mag diese Türme hier irgendwie. Dann hast du es geschafft. Du hast Pet Simulator X durchgespielt. Und das in nur 1,5 Stunden. Wow. Ja, ist eine Zeit. Ist eine Zeit. Ich bin
stark überrascht. Das Spiel kann was auf jeden Fall. Also das ist ja wirklich... Ich bin jedes Mal überrascht, wenn ich dran denke, wie schnell Felix einen Speedrun hinbekommt ohne solche OP-Pads. Ja, das kann ich auch nicht nachvollziehen, wie das sein kann. Aber cooles Spiel auf jeden Fall. Kann man echt mal spielen. Also das ist auch was, das kann ich halt einfach auch jedem empfehlen, der so diese, wie so ein größeres Idle-Game mag. Dann kann man das ja schon mal auf jeden Fall zocken. Und was man auch zocken kann, ist das Video, das ihr jetzt hier rechts eingeblendet seht. Lasst gerne ein Abo bei Claudi da. Bis dann und ciao! Ciao!